Willkommen zurück, Freunde, bei Siedler 1, Mission 18. Immer noch, ne? Ja, würde ich schon sagen. Also das, also Mission 18 zieht sich ganz schön in die Länge. Wir haben eine Mitteilung. Was? Wir werden angegriffen. Jetzt hör auf. Da leckt mich doch mal einer richtig fett an der Eier, Alter. Mit was kommen die jetzt hier? Ey, das finde ich jetzt mal voll die Verarschung, oder? Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Alter Schwede. Ey, der Wahnsinn. Wo sind wir denn? Ach, nö. Gerade hier oben. Jetzt hat gerade mein Gefreiter gerade einen Leutnant weggeballert. So eine verdammte Scheiße aber auch. Scheiße, Dreck. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier irgendwie noch ein bisschen... Ne, da können wir gar nicht auf Hilfe hoffen. Bis da was kommt hier, ist wahrscheinlich Weihnachten oder so. Das Einzige, was wir machen können, ist vielleicht mal ein bisschen Soldaten spazieren lassen. Das können wir mal machen hier, dass ein bisschen von hier oben vielleicht noch ein bisschen Hilfe kommt. Aber ich glaube, die laufen alle in eine ganz andere Richtung. Nein! Verdammt nochmal. Naja, ein Versuch war es wert. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie schaffen werden hier. Und da kommen immer mehr. Ja, leck mich doch echt. Okay, ich glaube, ich werde dieses Stückchen Land hier verlieren. So wie es aussieht. Ja, ist jetzt nicht ein arg großer Verlust. Es ist ärgerlich, aber nicht. Dass man jetzt irgendwie sagen muss, guck mal, da nimmt sich den nämlich schon mal zur Brust. Da fehlt der nämlich auch gleich, hoffentlich. Oder ein Hauptmann gegen Obergefreiten. Ich glaube nicht, dass es irgendwie. Ja. Naja. Okay, gut. Das Stückchen Land hier haben wir verloren. Ich hoffe, dass es nicht arg zu viel ausmachen wird. Es kostet uns eine Eisenmine. Okay. Ist jetzt nicht so tragisch. Können wir wieder aufbauen. Ärgerlich ist es nur, dass jetzt hier so ein Loch drin ist in meinem Land. Das ist ein bisschen doof. Der baut hier ja gerade noch. Und hier kommt ja auch noch Eisen. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Sag ich mal. Ärgerlich, aber nicht schlimm. So. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ganze hier wieder zurückzubekommen. Jetzt habe ich es ja gerade laufen lassen. Deswegen wird es jetzt kurz noch ein bisschen dauern, bis wir... Ja, gut, okay. Da ist wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee, hat sich auch nicht gelohnt, laufen lassen. Ja, was soll's? Wir gehen mal mit 6 Mann ran, versuchen das ganze Teil wieder zurückzuerobern. Vielleicht funktioniert's ja. Was schicken wir eigentlich hin? Starke Soldaten, Moral von 221%. Müsste ja eigentlich gar nicht mal so übel sein. Weil in der Statistik sind wir auch ziemlich weit oben. Also, ich sag mal, ne? Das ist ja... Sieht man ja selber, ne? So, da kommen auch schon ein paar mutige, willige Soldaten. Jetzt weiß ich nicht, was da drin geblieben ist. Hätte ich jetzt aufpassen sollen. Spielt auch keine Rolle. Wir haben ja genug. Scheiße, man, müssen wir da oben wieder Geologe rausschicken und neue Geologe machen. Neues Bergwerk anschaffen gehen. So. Okay. Was haltet ihr eigentlich von der Musik? Ist das in Ordnung oder? Okay, mir gefällt sie. Wir können auch wieder die Originalmusik mal wieder einspielen irgendwann. Aber jetzt vorerst würde ich es mal so lassen. Ist auch ein bisschen gemütlicher. So, die andere ist dann eher wieder so, brutal und alt. Nö, da können wir ja drüber diskutieren und streiten, wenn ihr wollt, was für eine Musik kommt. Mir ist es eigentlich wurscht. Ich kann ja abwechseln. Ich kann ja bei der Mission 19 wieder normal laufen lassen, Mission 20 wieder diese, je nachdem wie ich Lust habe. Lust und Zeit. So. Auf jeden Fall kloppen die sich jetzt hier auf den Mützen rum hier. Ja, toll. Nicht geschafft. Wo sind eigentlich die anderen Soldaten, wo ich hingeschickt habe? Ich habe 6 Soldaten hingeschickt. Und wo sind die? Die alle Mittagspause machen, oder was?
mich jetzt verarschen, oder was? Guck mal, die haben hier voll das Loch reingerissen. Boah. Wahnsinn. Ah, da kommen ja noch ein paar. Sehr schön. Alles schöne Leutnants, so wie es gehört. Sind nämlich auch welche drin, ne? Und die da wieder rauszubekommen, brauchen wir schon ein paar Soldaten. Weil da ist doch Gold von mir drin. Zum Glück sind die anderen zu blöd zum Gold abbauen. Jetzt hau ich meinen auf den Latz, genau, und jetzt den nächsten auch gleich noch. Gut, da kommt nämlich schon der nächste von mir wieder. Sag mal, haben wir nur Leutnants hingeschickt, das ist ja geil. Gut, wir verheizen sie jetzt natürlich, aber pff, scheißegal. Was soll's? Da kommt noch mal einer. Geil. Hau auf die Glocken, komm. Jawohl, und jetzt im letzten, der ist bestimmt der Hauptmann, oder? Haha, hab ich doch gewusst. Verdammt. Aber da kommen nur noch ein paar Leutnants von mir. Und da hocken ja auch lauter Leutnants drin, das ist natürlich auch gut. Machen wir die ganze Geschichte etwas komplizierter für den nächsten Angriff, aber ich glaube nicht, dass die nochmal angreifen werden. Aber wunderbar. Gehört mit uns das Stückchen Land. Wir werden auch gleich wieder ein paar Geologen rausjagen hier, wenn wir schon mal da sind. Und nochmal was wollte ich sagen. Wenn ihr mal Gastkommentator sein wollt, bis jetzt war nur einer da. Ihr dürft auch ruhig mal euch melden bei mir, wenn ihr sagt, jawohl, ich möchte Gastkommentator werden. Kein Problem. Alter und Geschlecht spielt keine Rolle. Alle willkommen, du spielst ja sowieso ab 0 Jahren. Okay, so jung braucht es nicht sein. Ihr solltet ein angenehmes Headset haben, nicht dass es arg rauscht oder... Ja, wie auch immer. Einfach melden, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir über den Blog, schreibt mir über X-Fire, scheißegal über irgendwas. Ich bin eigentlich überall erreichbar. Und ich lese alle Kommentare, glaubt mir. Bei 1000 Videos, fast 1000 Videos jetzt gerade. Geht noch ein bisschen, also ein paar fehlen noch, aber bekomme ich täglich eigentlich mal ein, zwei Kommentare. Aber ich lese jeden. So. Und wenn ihr natürlich selber mal das Spiel spielen wollt und fragt, oh Mann, wie hast du das gemacht? Erklär mir das mal. Kein Problem, machen wir auch. So. Hier ist ja voll der Verkehr, ey. Der müsste jetzt eigentlich hier bald... Ah, sie laufen zurück, aber jetzt ist ja hier klar. Jetzt sind die hier drin. Und hier wird auch schon, ne, noch nicht abgebaut, aber hier müsste bald mal einer kommen, oder? Bis jetzt ist noch keiner hier. Aber ich hoffe, dass wir noch ein paar Pickel haben. Moment, das sehen wir gleich. Pickel, haben wir noch 6 Stück? Ja klar. Also müsste auch einer kommen zum Abbauen. Aber die sind gerade so hier mit sich selbst beschäftigt. Kohle. Was fehlt's eigentlich noch? Kohle fehlt's, ne? Aber ich glaube, wir haben ja... Guck mal, die kriegen das gar nicht mehr abtransportiert. Wir haben noch genug hier. Wahnsinn. Da holen sie es auch. Der kriegt nichts zu fressen. Das wäre schon lange an der Arbeit. Wir können ja hier Fischhäuschen hinbauen. Der wird dann ein bisschen versorgt mit Fisch vielleicht. So, okay. Ich finde es gigantisch, dass wir schon so weit sind, Mann, in dem Spiel. Mission 18, Wahnsinn. Manche gehen ja schon nach 2 Missionen auf. Hätte ich aber selber auch nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich muss auch ehrlich sagen, als Einzelprojekt würde ich das niemals machen. Also, dass man das hier so jeden Tag exzessiv nur zocken würde, so. Okay, einmal am Tag ist ja in Ordnung, aber dass man jetzt hingeht und das nur spielt und ich gar keine anderen Nebenprojekte mehr hätte, das wäre, glaube ich, der blanke Horror. Irgendwann mal, da würde ich irgendwann mal durchdrehen, glaube ich. Irgendwann würde ich, könnte mich die Wand hochjagen oder so. So. Oh, Waffen. Soldaten. Sehr gut.
Bald steht auch schon wieder der Winter vor der Tür. Ganz unglaublich. Und ich sehe gerade, ich habe gar nichts zu trinken hier. Darf ich euch mal ganz kurz eine Minute alleine lassen, zu mir was zum Trinken holen? Ich muss kurz was trinken. Was soll man angucken so lang? Was? Meldung? Ah, jetzt kann ich doch nicht aufstehen zum Trinken holen. Wahnsinn. Oh, die spinnen doch, die Römer. Die sind doch nicht mehr ganz dicht. Und da ist auch noch voll wenig drin hier. Oh, das kriegen die auf jeden Fall eingenommen hier, wa? Habe ich jetzt zwar keinen großen Verlust dran. Woher kommen denn die? Hä? Alter. Ah, hier. Oh. Also, dann, ihr wisst ja, was das bedeutet. Ich werde natürlich auch angreifen, wenn die mich angreifen. Oh, und die sind auch noch richtig viel. Kurz warten, bis hier da alles aufgelöst ist. Bis wir wieder weg sind. Ich laufe jetzt zwar schon mal durch. Ach, scheiße, ich hätte noch warten sollen. Erstmal meins zurückerobern. Na, egal. Wohin laufen die? Gehen die gleich weiter zum nächsten? Das ist aber ein schlechter Scherz, oder? Die wollen an mein Lagerhaus, ich sehe es. Die Wichser. Verdammt nochmal. Müssen wir aufpassen, dass sie uns hier jetzt nicht abfangen gleich. Solange es auf meinem Land ist, ist es eigentlich wurscht. Laufen zurück. Müsst ihr euch jetzt anfangen zu prügeln hier? Ihr Idioten. Oh, scheiße. Ja, auf jeden Fall kommt hier mein Rachezug. Ist ja klar. Das lassen wir uns nicht auf... Ah, ich müsste sowieso noch zweimal angreifen, weil sie... Die Wichser, die haben mich zweimal angegriffen. Stimmt vorhin. Sollte ich eigentlich auch noch gleich angreifen. Verdammte Missgeburten. Toll, jetzt würde ich was trinken gehen, aber... Ah! Sie haben einen Siedler von mir besiegt. So, wir brauchen jetzt hier unbedingt mehr Soldiers. Ah, hier sitzen noch ein paar drin. Gut. Könnte ich hier nämlich angreifen jetzt. Wollen wir wieder zurück. Und hier sind wir gerade dran, das hier einzunehmen. Scheiße. Ich könnte jetzt auch anfangen, hier abschneiden von ihrer Burg. Verdammt nochmal. Gut. Also der Pinke geht mir schon auf den Sack. Dann, wie kann man nur pink sein? Schämst du dich eigentlich nicht, du Schwuchtel, ey. Blau, die Farbe der Hoffnung. Mann, wieso greift ihr mich überhaupt an? Ihr habt doch gar keine Chance, seht ihr das nicht? Ihr Vollidioten, ey. Ihr seid doch voll Spastis, Mann. Boah, ihr gehört echt geschlagen, ey. Guck mal hier, ich dab sie sogar noch hier. So aus Spaß dab ich sie noch weg. Auf jeden Fall gehört das Stückchen Land mir. Shit. Zwei Hauptmänner. Sehr schön. Kloppen weg, komm. Scheiße. Könnte aber funktionieren mit meinen Hauptmännern. Da meine Moral ziemlich hochgestochen ist. So, hier sitzen jetzt nur noch Leutnants drin, aber einmal frei. Super, sowas. Was der tut, nehme ich ja sowieso persönlich. Und dafür werde ich dann einfach nur noch wegnatzen. Ah, Unteroffizier gegen Hauptmann dürfte eigentlich kein großes Problem darstellen. Rein von der Logik her müsste ich ihn jetzt eigentlich... Genau. Kohle haben wir gefunden. Ne, ich brauche Eisen hier, Schlaumeier. Wo waren wir? Genau. Nochmal ein Hauptmann. Wo
jetzt nicht, dass der jetzt noch einige von uns hier wegnatzt. Nein, tut er nicht. Sehr gut. Mein Land, dein Land, unser Land. Sehr schön, sehr gut. Der ist ja selber schuld, dass er das hier gemacht hat. Hätte mich in Ruhe gelassen, wäre das natürlich alles gar kein Problem gewesen. Aber nein, er musste ja mich angreifen. Siegerung? Sehr schön. Werdet nervös, ihr Wichser. So, genau, geht in die Burg zurück. Ich weiß nicht, die laufen schon wieder irgendwo hin. Die machen mir irgendwie Angst. Naja, solange wir noch genug Soldaten haben, ist ja nicht so schlimm. Ein paar haben wir ja noch. Waffen haben wir auch. Aber die könnten viel mehr Waffen hier produzieren. Fehlt immer noch an Kohle, ja? Was machen wir da? Wir könnten jetzt da drüben eigentlich Kohle abbauen, noch seht ihr? Guck mal, hier wäre eigentlich schönes großes Kohlevorkommen. Machen wir doch einfach. Was? Durch dieses neue Gebäude haben sie Land, wo? Alter, das ist doch mir scheißegal, wenn ich hier ein Stückchen Land finde. So, wie sieht's aus, Grieche? Bisschen was? Na gut. Jo. 54. Wenn ihr jetzt hier noch ein bisschen weiter arbeiten würdet. Hallo, ihr sollt doch Eisen suchen. Kapiert ihr das eigentlich nicht, oder? Guck mal, hier müssen wir hier. Dann kann ich hier bestimmt wieder eine Mine bauen. Der kriegt Essen. Ich glaube, ich baue hier irgendwo noch ein bisschen Fisch irgendwo hin. Fisch ist immer gut. So. Okay, hier baue ich ja auch Fisch. Für diese Mine hier, weil der kriegt nichts zu fressen. Doch, jetzt kriegt man was. Wahnsinn. Wie geht's eigentlich denen hier oben? Gut, sehr gut, schlecht. Ist auch egal. Ich habe voll den Durst und ich hole mir jetzt was zu trinken. Und wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Ciao.